Hallo erstmal. Schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch gleich ein bisschen was zu Bluenix und ich schalte das Ding auch ein, damit ihr hier weiter spulen kann. Ich bin Dirk Daimke, ähnlich wie Christian Köntop, gehöre ich zu den alten Säcken. Wir haben das gleiche Geburtsjahr. Bin verheiratet, habe zwei Hunde und ein Pferd. Bin geboren in Wanne-Eickel. Das ist nicht Ferrari, das ist das Stadtwappen von Wanne-Eickel. Im Ruhrgebiet, steht auch noch im Pass. Bin 2008 in die Schweiz ausgewandert. Das ist hier das Logo der Gemeinde, in der ich in der Schweiz lebe. Mache Linux seit 1996, also doch schon ein paar Wochen. Und engagiere mich in drei Open-Source-Projekten. Zum einen Task Warrior, zum anderen Bluenix. Und das geht's heute. Und das andere ist Serendipity, das ist eine Blocklösung. Also als Regel für den Vortrag, wenn ihr eine Frage habt, fragt. Sofort. Handzeichen und wenn es der Julius ist, dann sage ich weiter und ansonsten könnt ihr dann gerne was fragen. Welche Monitoring-Lösung setzt ihr ein? Moni Singer. Moni Singer. Benutzer. Zenos, ja. Benutzer. Okay. Zebix, ja. Ja? Das waren noch lange nicht alle, oder? Gibt noch ein paar mehr? Okay. Was überwacht ihr? Ob ein Dienst da ist, qualitatives Monitoring? Wie sich ein Dienst verhält, quantitatives Monitoring? Oder auch hängt vom Dienst und die Metriken halt ab. Okay. Das ist halt einfach der Punkt. Gut. Zum Teil tatsächlich Error-Monitoring auf Notfallbasis, mhm. Plan, solche Geschichten. Ja, gut. Hängt einfach vom Wert ab. Also was wenn der Ausgangspunkt ein Logfile ist, ist die Lösungsblank. Genau. Wo überwacht ihr? Ein Rechenzentrum, mehrere Rechenzentren, 100 Rechenzentren zentral, über die ganze Welt verteilt? Verteilt. Verteilt, gut. Wir haben mal kurz vor dem Talk uns zusammengesetzt und überlegt, welche Monitoring-Lösungen uns einfallen. Das ist das Ergebnis von 2,5 Minuten Nachdenken. Ist nicht alles Open Source, wobei ich das am schönsten finde eigentlich, dass es halt die beiden Unterschiede gibt. Und das ist die kurze Definition von Bluenix. Also Bluenix ist ein Monitoring-System. Ich werde nicht vergleichen, wie Bluenix was besser macht als andere Systeme. Wir machen einfach Sachen zum Teil anders, Sachen zum Teil besser, vielleicht auch einige Sachen schlechter. Das weiß ich nicht. Ich denke, dass wir in Bluenix nachvollziehbare Entscheidungen getroffen haben, dass das eine gute Monitoring-Lösung ist und dass man damit sehr gut arbeiten kann. Und im Gegensatz zu anderen Monitoring-Lösungen braucht es halt nur einen Agenten, der deployed ist, ein paar Plugins und den Rest kann man über eine Web-Oberfläche machen. Das ist halt das, was ein bisschen anders ist. So sieht ein Dashboard aus und der größte Teil des Talks, der beginnt jetzt. Da werde ich nämlich eine Live-Demo machen, wenn hier alles funktioniert. So sieht ein typisches Dashboard in Bluenix aus. Man kann sich natürlich eigene Dashboards anlegen. Man kann auch Sachen zu den Dashboards hinzufügen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Availability-Graph. Das ist natürlich relativ sinnfrei, weil wir das oben schon hatten. Wir können hier noch was anderes hinzufügen. Weiß ich nicht, eine Global Status Map, die haben wir oben auch schon gehabt. Alle grafischen Elemente im Bluenix sind interaktiv, das heißt, man kann mit der Maus drüber fahren, man kann sich überlegen, man kann sich da bestimmte Anzeigen zeigen lassen. Das ist eine Sache, die ich besonders schön finde. Man kann natürlich die Dashlets auch wieder wegnehmen, weg damit. Das hier auch. Damit hat man einfach mal auf einen Blick, was man so alles sehen muss, was man alles sehen möchte. Natürlich gibt es eine Übersicht über alle Dienste und alle Hosts. Wir haben hier einen Host, der ist rot, da komme ich noch gleich zu. Wir sehen hinten die Device-Klasse, in der Host ist. Man kann mit Device-Klassen bestimmte Monitoring-Sachen direkt zu Anfang definieren und muss sie dann nicht mühsam über jeden einzelnen Host ausrollen, sondern man kann bestimmte
Konfiguration Device-Klassen zuweisen. Es gibt natürlich eine Übersicht aller Services, die beliebig lang werden kann. Man kann sich Charts erstellen lassen, was ich auch persönlich besonders schön finde. Man sagt hier, wie häufig das Ding refreshed werden soll. Man möchte eine Grafik der letzten 3 Stunden sehen, meinetwegen diesen Ping-Check. Und dann auch noch, weil es zur gleichen Zeit passiert, diese Web-Transaction. Man kann dann halt sich die Sachen anschauen, auch hier, wie gerade schon gesagt, Grafiken sind halt interaktiv. Man kann da mit der Maus drüber fahren und sich die zur genauen Zeit angucken, was da gerade los war. Man kann natürlich, das wollte ich eigentlich machen, aber so ist das relativ sinnfrei, Grafiken auf die ganze Breite skalieren, sodass man direkt untereinander sehen kann, auf dem kleinen Monitor jetzt oder auf dem Beamer, den wir jetzt haben, vielleicht nicht, auf einem Teil sehen kann, untereinander sehen kann, was zu welcher Zeit los war und ob vielleicht dieser Peak mit irgendwas unten korreliert, zum Beispiel. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Ja, das kannst du. Also direkt nebeneinander geht, das ist gar kein Problem. Direkt untereinander ist ja genau das Problem. Eigentlich wollte ich dir ja nicht erlauben zu sprechen, Julius. Also nebeneinander geht auch, oder was? Nein, das glaube ich nicht. Nein. Aber wäre vielleicht ein Feature-Request. Ja, Templates, man kann sich Host-Templates definieren und sagen, bei welchen Werten ein Alarm ausgelöst werden soll, zum Beispiel, und kann das Template an Hosts und Hostgruppen zuweisen. Das ist so dieser Standard-Monitoring-Screen, der in Operations-Zentralen hängt, wo man dann auf einen Blick sehen kann, ob alles gut ist oder nicht. Natürlich kann man auch draufklicken und dann genau diesen Service sehen, der gerade fehlgeschlagen ist. Die Ampel sagt, dass es da erweiterte Informationen zu diesem Check gibt. Kann man dann draufklicken und sieht, dass man gerade für den Ping-Check natürlich jetzt keine unbedingt erweiterten Informationen hat. Ich zeige das gleich noch an einem anderen Beispiel, das mache ich vielleicht gleich direkt. Bitte. Ja, es geht. Gibt's beim Agent dabei, ja. Das sehe ich natürlich hier prompt. Ich mache das gleich am anderen Beispiel fest. Also, das ist hier eine Demo. Ich werde jetzt hier einfach einen zusätzlichen Host-Check initiieren. Ich möchte jetzt meine eigene Webseite überprüfen lassen, ob die läuft. Ich sage, das ist... mein Logbuch, kann einen Kommentar vergeben, kann sagen, ob er aktiv ist oder nicht. Kann sagen, ob der Standard-Check benutzt werden soll oder nicht. Kann sagen, wie oft wiederholt werden soll und eigentlich alles normal definieren. Kann sagen, wie gecheckt werden soll, ob von Remote oder direkt lokal. Kann hier unten verschieden noch sagen, über welchen Satellite, also über welchen externen Monitoring-Agenten gemonitort werden soll. Kann den hier auswählen und kann mir so zum Beispiel die Performance einer Webseite anschauen, wie sie aus anderen Regionen aussieht, kann diese Checks rotieren lassen und kann die Checks gleichzeitig ausführen, um die Performance aus verschiedenen Regionen festzustellen, kann Checks rotieren lassen, kann auch sagen, dass ein Check erst dann fehlgeschlagen ist, wenn er in wenigstens 2 Lokationen fehlgeschlagen ist, kann auch sagen, dass ein Check fehlgeschlagen ist, wenn der erste Check schon fehlschlägt. Sagt dann hier, dass ich einfach eine URL eingebe, wenn ich mal richtig tippen kann. Ja, das geht auch, ja, auch über Kommandozeile und auch über eine Programmier-API, das geht auch, ja. Ja, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aus dem GUI erklären.
Es gibt eine öffentliche Demo, die ihr auch ausprobieren könnt, wo ihr selber Checks auch anlegen könnt. Die wird jeden Tag auf Null gesetzt. Das soll jetzt nur exemplarisch für ein Beispiel sein, wie man das machen kann. Kriege ich das hier, dann ist es natürlich noch nicht gecheckt. Sage ich jetzt was checken. Und siehe da, also der Refresh-Intervall ist, glaube ich, auf 15 Sekunden gesetzt, oder? Also nach 15 Sekunden hätte er eh getestet. Und man sieht halt hier, dass der HTTP okay ist, dass die Response-Time 2 Sekunden war, weil halt relativ viele Datenbankabfragen im Hintergrund ablaufen. Wie viele Daten übertragen wurden und von welcher IP da auf der anderen Seite ist. Und hier haben wir jetzt diese Extended Informations und da sieht man halt deutlich mehr, was auf der anderen Seite passiert, welcher Server auf der Seite läuft und wie der Status ist, was man halt so braucht. Ja. Ja. Ich glaube nicht, nein. Wir haben eine Übersicht aller Dienste und ob sie fehlgeschlagen sind oder nicht. Also das ist aber nicht das Gleiche, was du willst. Also du kannst hier nachvollziehen, was in der letzten Zeit passiert ist, welche Checks gelaufen sind, welche nicht gelaufen sind und welche Statusänderungen es gab. Aber direkt am Objekt selber sehe ich es nicht tatsächlich, das ist richtig, ja. Wäre aber auch ein Feature-Request. Ja. Ich komme gleich noch auf die Ressourcen zurück, wo man solche Sachen einstellen kann. Also kannst du sicherlich einen Feature-Request stellen und dann wird auch bearbeitet. Ja, Charts haben wir schon gehabt, also jetzt für diesen Host. Reports für die SLAs, da kann man sich anschauen, wie oft ein Dienst verfügbar war oder wie oft er ausgefallen war, über welchen Zeitraum, hier oben kann man den Zeitraum festlegen. Weil das hier eine Demo ist, geht es natürlich nicht ganz so weit zurück, aber sieht ja ganz toll aus, eigentlich. 99,99%. Man kann Abhängigkeiten von Diensten untereinander definieren. Wenn ein ganzer Host weg ist, lohnt es sich nicht, dass man für jeden einzelnen Check, der fehlgeschlagen ist, eine Meldung bekommt. Wenn es ein Host-Live-Check ist, dann geht das automatisch schon. Und wenn es halt andere Checks sind, die miteinander abhängen, also wenn eine Webseite auf Datenbank und Webserver angewiesen ist, dann lohnt es sich nicht, eine Mail zu schicken, dass die Datenbank unten ist und eine weitere Mail zu schicken, dass die Webseite unten ist. Das ergibt sich dann automatisch. Und das ergibt sich dann hier als Diagramm. Natürlich kann man auch Downzeiten definieren, auch über API und sagen, dass der Host in einer bestimmten Zeit unten war oder oben war. Man kann Timeslices definieren, dass er regelmäßig, weiß ich nicht, jeden Morgen zu einer bestimmten Zeit in Wartung ist oder weil gerade das Backup läuft, soll man da halt nicht auf Performance-Daten achten. Auch da Templates und MTR machen auf den Host. Das dauert jetzt einen Augenblick. Warten wir jetzt nicht drauf. Notifications, da kann man sagen, wer notifiziert werden soll, aber vielleicht sage ich hier nochmal eben, habt ihr gesehen, die Zeit ist 1,8 Sekunden. Wenn ich die jetzt hier auf 1 setze, sollte das in kurzer Zeit sich auch im GUI niederschlagen. Man kann ein Intervall definieren, das ist hier auf 15 Sekunden gesetzt, in dem der Agent den Server kontaktiert und nachfragt, ob es Arbeit für ihn zu tun gibt und auch seine Resultate loslässt. Da ist es jetzt weg. Genau, jetzt ist halt die Zeit anders und jetzt würden wir hier auch in den Reports sehen, nein, falsch, natürlich in den Events, dass der Check auf Warning gegangen ist und genauso sieht man es natürlich auch, wenn der Check wieder zurück auf Grün läuft. Service ID 42 ist ja auch schön. Man kann sich hier alle Services angucken. Das habe ich gerade schon alles erklärt. Ne? Ja. Notifications, da kann man definieren, wer informiert werden soll und zu welchem Zeitpunkt und bei welchen Nachrichten ein Kontakt geschrieben werden soll. Über eine API ist es möglich, externe Dienste anzubinden, zum Beispiel eine SMS-Benachrichtigung oder Telefonanrufe, was man auch immer braucht. Und Administration, klar ist die normale Administration. Hier kann man auch verschiedene
Companies definieren, die bestimmte Hosts selber verwalten dürfen, Administratoren für bestimmte Hosts machen. Und Hilfe ist Hilfe. Komplett in Deutsch. Relativ einfach handhabbar. Und überall, ja gut, das wollte ich jetzt nicht. Und überall, wo man halt das Fragezeichen sieht, kann man sich direkt Hilfe zu diesen Punkten anzeigen lassen und das dazu. Dazu Fragen. Entschuldigung? Einer von euch beiden ist mir gleich. Nur nicht beide gleichzeitig. Ja, bitte. Wird dann der Test erst gar nicht ausgeführt oder wird nur die Benachrichtigung dazu? Worauf ich hinaus will, ist, wenn der Datenbankserver nicht antwortet, dann ist mein Webserver unten. Das müsste ja im SLA dann bestehen, dass dann erreichbar ist. Ja. Also meiner Meinung nach, Johnny muss mich korrigieren, der Test wird ausgeführt, aber es wird keine Benachrichtigung verschickt. Ist das richtig so? Okay. Also ich hätte die Frage wiederholen sollen. Also die Frage war, ob der Test bei Abhängigkeiten ausgeführt wird oder ob nur die Benachrichtigung ausgeschaltet wird. Und die Antwort ist halt, dass nur die Benachrichtigung ausgeschaltet wird und der Test trotzdem durchgeführt wird. Zwei Fragen. Und zwar die erste, kann man die verschiedenen Hosts gruppieren auf irgendeine Art und Weise, dass man zum Beispiel meinetwegen sagt, okay, die sind alle in diesem Rechenzentrum, die ganzen Server und die in diesem Rechenzentrum und dann kann man die ganzen Cluster dann ansprechen? Also die Frage ist, ob man die Hosts in bestimmter Art und Weise gruppieren kann, zum Beispiel ob man Orte für bestimmte Server vergeben kann und sagen kann, die sind in verschiedenen Rechenzentren und die werden von verschiedenen Seiten überwacht. Ja, das kann man. Es gibt zum einen, das habe ich gerade nur ganz kurz gezeigt, es gibt zum einen die Device Class. Immer erst einen falschen Klick machen, damit die Leute sehen, dass man keine Ahnung hat. Sag ich doch. Also Host. Ich bin das gerade aufgeschmissen, ich suche jetzt gerade das. Also hier unten siehst du als Device Class, das ist ein Linux Debian Server ist oder ein Datenbank Server oder ein Webserver. Ich finde jetzt gerade den Ort nicht, doch die Location nicht tatsächlich. Hilfe, da, guck doch mal hin. Da kann man auch noch eine Menge mal Hardware Manufacturer, also das, was man aus einer 10 dB hat und hier ist genau. Das ist jetzt allerdings auf Länderebene tatsächlich gebrochen, aber du kannst natürlich auch andere Sachen definieren. Die Frage ist, ob die ganzen Events archiviert werden. Ja, die liegen alle in der Datenbank. Die kannst du auch aus der Datenbank rausholen. Und was macht das System dagegen, dass die Datenbank überläuft? Weil die Events ja doch ein schönes Volumen erzeugen. Ja, zum einen kannst du die Datenbank natürlich auch überwachen. Und zum anderen gibt es Aufräumjobs, die Datenbank nach einem bestimmten Zeitraster aufräumen. Ja. Aber ich würde dann in jedem Fall beides machen wollen. Und sagen wollen, ich gucke mir an, wie voll die Datenbank ist, weil es könnte ja gerade was passieren, wo sehr viele Events generiert werden, wo dann ein zeitgesteuertes Aufräumen halt nicht greift und dann auch noch manuell eingreifen. Aber ich würde es großzügig dimensionieren, sollte man beim Monitoring ja eh, falls mal was passieren kann. Sind dazu sonst noch Fragen? Ja, bitte. Die Oberfläche selber. Ja. Aber auf welcher Plattform läuft die? Ist es keine Webanwendung, oder? Doch, das ist eine Webanwendung tatsächlich. Die Oberfläche selber läuft auf dem Webserver Nginx. Und ist in JavaScript, weitestgehend in JavaScript geschrieben. Also überall, wo Browser läuft? Das JavaScript und Perl. Also ganz Bluenix ist in Perl geschrieben. Das, was im Browser läuft, was interaktiv im Browser läuft, ist JavaScript. Und das, was auf dem Server läuft, ist Perl. Okay. Aber kleinzeitig, um das darstellen und abrufen zu können, irgendein Browser? Irgendein Browser, der JavaScript kann, ja. Okay. Vielleicht nicht Internet Explorer, aber das bin ich. Der heißt ja jetzt auch anders. Ja, bitte. Noch eine Frage eingefallen. Du hast ja eben diese beiden Bilder untereinander gezeigt. Ja. Die Grafiken. Ja. Ich nehme an, ich kann auch eine gewisse Zeit auswählen. Ja. Zoomt er dann beide? Weiß ich nicht. Können wir gucken. Johnny, kannst du das beantworten oder sonst muss ich nachgucken? Ja gut, ich muss die Frage wiederholen, ich muss das lernen. Die Frage war, wenn man mehrere Charts untereinander hat und man bestimmte Bereiche zoomt, ob man reinzoomen kann und sich beide Grafiken, die in dem gleichen Zeitraum sich befinden, verändern. Ich muss das wiederholen.
Ja. Okay. Nur diese eine, also beschränkt sich, also wenn man reinzoomt, beschränkt sich das auf diese eine Grafik, genau. Ja? Wenn ihr jetzt einen Service habt, wo es kein Plugin oder keine Möglichkeit gibt, so ein schönes Zertifikat zu prüfen, ja, gibt es da in der Schnittstelle sich selber das zu basteln? Also Bluenix selber ist voll kompatibel zu den Nagios-Plugins und wenn du dich an die Syntax von Nagios-Plugins hältst, kannst du selber Plugins schreiben. Ja, es geht. Das heißt, man kann die von Nagios übernehmen, wenn es da schon welche gibt. Ja, du kannst sie einfach installieren und du kannst sie mitbenutzen, wenn du magst. Genau, und alle Plugins, die du für Nagios oder Singer geschrieben hast, würden direkt funktionieren. Wer ist da hinten? Ja, wir haben bei den Ding-Statistiken auch aber die haben unterschiedliche Skalen. Es ist möglich, quasi für alle Graphen des gleichen quasi direkt vergleichbar zu haben, zu sagen, die Skala des höchsten, sage ich jetzt mal, so als einer hat 5 von 10, die anderen haben alle maximal 5 von 3, dann sehen im Prinzip den einmaligen von 10, also der Rest kleiner, als bei denen Dauerhaften Dreierring oder sowas haben. Also die Frage war, ob man bei verschiedenen Graphen gleichen Typs die Skalen identisch halten kann, sodass man Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Grafiken hat. Ist das richtig? Geht momentan noch nicht. Ich muss immer fragen, weil ich kenne es nicht so gut, wie Johnny das programmiert hat. Ja, bitte. Wie sieht das aus mit der Mandantenfähigkeit des User Interfaces? Ja, ist mandantenfähig. Kann ich bei verschiedenen Usern separat Zugangsnamen geben, dass ich, sage ich mal, nur Ansicht auf gewisse Dashboards, die ich erstellt habe? Du kannst verschiedene Organisationen einrichten, du kannst pro Organisation verschiedene User einrichten, du kannst diesen Usern in diesen Organisationen bestimmte Rechte geben, ja. Also du könntest mit einer Monitoring-Lösung mandantenfähig verschiedene Sachen überwachen lassen oder auch verschiedene Sichten natürlich bereitstellen. Gibt es Exportmöglichkeiten für die Events in irgendwelche externe Systeme beziehungsweise von Performance-Daten oder die Sachen, die ich schon in der Grafik sehe, dass ich die exportieren kann nach Hause, um sie eben halt mit anderen Werkzeugen zum Beispiel zu archivieren oder nochmal grafisch aufzubereiten? Die Frage ist, ob es möglich ist, die Daten, die über Events gesammelt werden oder auch die Services gesammelt werden, zu exportieren und in anderen Systemen weiterzuverarbeiten. Genau. Ja, meinst du, nein, meinetwegen alle Service-Checks des Ping-Checks der letzten 2 Jahre zu exportieren. Darf ich das kurz wiederholen? Ja, klar. Also, gar kein Problem. Die Antwort war, dass man direkt die zeitbasierten Daten dann in Elasticsearch gespeichert und die kann man aus Elasticsearch auch wieder rausholen, aber es gibt keinen Weg momentan über das GUI das zu tun. Ja? Genau. Sonst noch Fragen erstmal? Ja? Bei den Arten der Daten, die da auch erfasst werden, da habe ich jetzt, eigentlich war alles softwarelastig. Das ist in Richtung Hardware-Daten, Temperaturen, sonstige Sachen, wie funktioniert das? Was ist da Voraussetzungen? Du musst auf einfach ein Plugin schreiben oder ein Plugin haben, was Hardware-Daten ausliest, und dann kannst du das hier genauso haben. Das ist jetzt in dieser Demo vielleicht nicht drin. Aber es ist natürlich, weil es als aus sicher. Da gibt es keine, also das ist keine Zielrichtung. Doch. Nein. Also wir haben jetzt hier überall virtuelle Server, deswegen sind Hardware-Daten relativ schwierig. Ja, aber es ist schon gedacht, dass du natürlich auch Hardware-Daten auslesen kannst und Temperaturen zum Beispiel auslesen kannst und was nicht sonst noch alles an Hardware ist. Was ist der unterste Level? Also quasi, was ist das minimalste System, mit dem es funktioniert? Wenn zum Beispiel Perl Voraussetzung ist und ich habe ein System, hat kein Perl. Also du brauchst Perl, du brauchst diesen Agent, der ist in Perl geschrieben. Wenn du kein Perl hast, hast du ein Problem. Ja. Und du brauchst 3 Perl-Module, damit es läuft. Okay. Die werden mitgeliefert, die sind paketiert, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber wenn du kein Perl hast, hast du ein Problem. Okay. Das aus SNMP? SNMP ist auch möglich, ja, über die Agenten tatsächlich. Das wäre jetzt quasi die Frage gewesen, wo der SNMP ist, wenn wir nur noch Daten, um diese dann auch von externen Systemen zu holen, wo halt kein Perl möglich ist, dass das ein Netzwerkswitch sein, dass das eine andere. Ich komme gleich noch drauf zu sprechen. Bluenix ist Agent-basiert und du kannst, der Agent fragt alle Zeiteinheiten nach, ob der Server ihn für eine Arbeit zu erledigen hat. Und das kann zum Beispiel eine der Arbeiten sein,
Agent, gib mir die SNMP-Daten von diesem, von dieser Maschine und liefere sie mir zurück. Das ist möglich, ja. Ja. Zum Agent habe ich noch eine Frage. Wer baut denn die Verbindung in welcher Richtung auf? Der Agent baut zum Server die Verbindung auf. Also die Frage ist, wer von wo die Verbindung, von wo nach wo die Verbindung aufbaut, und die Antwort ist, der Agent baut zum Server die Verbindung auf. Das heißt also, wenn ich ein Netz monitoren möchte, was man von außen normalerweise nicht erreichen kann, löse ich das Problem damit, dass ich den Agent da reinsetze und der die Verbindung im Prinzip von innen nach außen aufbaut, zu der zentralen Instanz, wo ich die Daten dann visualisiert bekomme. Ja, wir können noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt eine interessante, aber sehr, sehr einfache Softwarekomponente. Ich würde jetzt nicht sagen eine dumme, aber eine einfache Softwarekomponente. Das ist ein Satellite. Der Satellite ist einfach nur eine Station, ein Proxy quasi, von dem aus du weitere Agents ansprechen kannst. In Netzen, in die du halt nicht direkt reinkommst. Genau. Dann würden sich die Sachen zu dem Satellite verbinden und der Satellite verbindet sich dann nach hinten. Die Verbindung selbst ist hoffentlich standardmäßig verschlüsselt? Natürlich nicht. Selbstverständlich. Also die Frage war, ob die Verbindung verschlüsselt ist, und ja, natürlich. Ja, das Schlimme ist, dass man heute immer noch fragen muss, weil es ja leider immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, die Verbindung ist natürlich verschlüsselt. Ja. Gut. Hier vorne war es gerade eine Hand gezuckt. Da habe ich verkehrt geguckt. Ja? Du hast ja vorhin gezeigt, dass es mehrere Locations gibt, von denen man den Ping ausmachen kann. Das heißt, die ganzen Stationen sind alle gleichwertig. Ist das richtig? Was verstehst du unter... Also die Frage ist, ob dass der Ping von verschiedenen Stationen ausgeführt wird und ob die Stationen gleichwertig sind. Ich gehe auf eine AA-Lösung raus. Wenn ja? Ich zum Beispiel der Rechner aus irgendwelchen Gründen abbricht, auf dem das System läuft, ja, was mache ich dann? Dann kann ich dann quasi auf einen anderen Node springen und der übernimmt die Funktion von allen anderen, also der abgebrochen ist. Oder, ja, es gibt die Möglichkeit, ein Active-Active-Cluster aufzubauen, wo beide Hosts aktiv sind und wo die sich eine IP-Adresse teilen, wo du dann... ich habe völligen Quatsch erzählt. Du kannst in der Agent-Konfiguration einfach zwei Hosts angeben, gegen die sich verbunden wird und wo dann die Checks ausgeführt werden. Damit würdest du auch... Dann quasi könntest du auch in die Breite gehen, genau. Okay. Wie sieht das aus mit der Skalierung? Wenn ich jetzt, was jetzt gerade Active-Active gesagt, nein, du connectest zuerst gegen den primären Server und wenn der weg ist, gegen den sekundären, oder? Falsch? Also die Frage ist, was Active-Active ist, und Active-Active ist in dem Fall, dass man es konfigurieren kann, ob er gegen einen nur geht oder gegen beide geht oder Round-Robin geht tatsächlich. Nee, ich bin trotzdem dabei. Also bei Xenia, wenn du da halt mehrere Nodes hinstellst, also mehrere Server, ja, die teilen sich die Workload. Das heißt, ich kann also sehr gut vertikal skalieren. Sieht das jetzt bei Unix aus? Kannst du genauso konfigurieren. Also die teilen sich dann halt untereinander die Checks auf. Ja, das kannst du machen, ja. Ja, können wir gleich machen. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn diese Agents sich zum Beispiel mal eine Zeit lang überhaupt nicht verbinden können, erfüllen die dann die Aufgaben, dass wir im Schedule hatten, automatisch auf, selbstständig? Also die Frage war, ob die Agents die Daten lokal zwischenspeichern, wenn keine Verbindung zum Server gegeben ist. Ja, das tun sie. Du bist der Zweite. Muss der Server die Agents vorerkennen? Also reden Sie mich einfach, wir arbeiten mit Autoscaling, wir fahren Maschinen hoch und runter. Ja. Oder hat es eigentlich Maschinen, die eigentlich selbstständig bei einem Server anmelden können, sagen, hier, ich bin... So, gib mir mal bitte meine Aufgaben. Ja. Also die Frage ist, ob der Server die Agents vorher kennen muss, bevor er sie monitoren kann. Der Server muss den Host eingerichtet haben. Ja, das kannst du aber per Kommandozeile machen oder mit einem Command-Line-GUI. Und dann connectet der Agent mit einem Passwort oder mit einem Zertifikat gegen den Server. Ja. Frage zur API. Alles, was ich auf der Web-Oberfläche tun kann, kann ich auf der Kommandozeile tun und kann ich auch... unabhängig von der Kommandozeile vielleicht als Webserver anstellen oder wie ist das? Ich wiederhole das nochmal. Die Frage ist, ob man alles, was man übers Web machen kann, auch über Kommandozeile machen kann und ob man die Daten auch von außen über Kommandozeile aus der Lösung rausziehen kann. Ja, man kann es über REST-Calls machen. Es gibt halt Kommandozeilentools, die schon so einen Basismuster implementiert haben, womit man schon arbeiten kann, aber man kann sich auch eigene Tools relativ leicht schreiben.
wenn ich jetzt zum Beispiel gezielt eine Grafik haben möchte, von der ich weiß, dass ich sie einfach regelmäßig dokumentieren möchte, aus welchen Gründen auch immer, kann ich das dann quasi über die REST-API quasi bekommen? Also gib mir mal die Grafik und er schickt mir dann halt irgendein Bild, nur das, was er eben halt auf der Web-Oberfläche generiert. Also die Frage ist, ob man sich über die REST-API Grafiken ziehen kann. Das geht leider nicht, weil es JavaScript ist. Das wird direkt online und live erzeugt in dem Moment. Also die Grafik kann man nicht über REST-API sich rausziehen, weil sie im Webbrowser erst erzeugt wird durch JavaScript. Das würde ja nicht reichen, wo sie liegt. Sie liegt ja nicht, das ist einfach ein JavaScript-Objekt. Das Daten zurück, dann werden wir dann werden. Okay. Mhm. Kannst danke. Kannst du die Daten holen und dann selber die Kühlkörper oder so. Okay, klar. Ja, aber das lässt sich bestimmt auch noch was machen. Na ja gut, so die Lösung ist ja durchaus in Ordnung, wenn ich die Daten bekomme und die in einen anderen Tool reinschmeiße. Aber das ist halt das Problem mit client-basierten Tools. Ne? Wenn die Daten lokal aufbereitet werden, ist es halt relativ schwierig, das über eine automatisierte API abzufragen. Es sei denn, du hast lokalen JavaScript-Browser, den du emulierst und dann fängt es auch an, kompliziert zu werden. Da steige ich dann aus. Ja, gewisse Daten werden ja wahrscheinlich mit Zeitstempel gespeichert. Also ja. Um die Uhrzeit hat der Wert vom Buch betragen. Mhm. Wie wird das gemacht? Wirklich so mit genauen Zeitstempel oder wird das mit RAD ähnlich so in Stücke zerhackt, sodass ich den Wert auch gar nicht so genau wegkriege? Also die Frage ist, ob die Daten, die mit Zeitstempel gespeichert werden, mit dem exakten Zeitstempel gespeichert werden oder RAD ähnlich mit Intervallen oder wie soll man sagen, rollierend halt, ja, die werden mit exakten Zeitstempel gespeichert. Und dann sekundengenau oder auch Unix oder so. Mikrosekunden weiß ich jetzt nicht, Mikrosekunden, Millisekunden. Ist es die Gruppeldamm oder ist es die UTC? Oder das, was auch vom System angegeben ist, also die Daten in SXL gespeichert. Ja, und je nachdem, also die Frage ist, lass mich das eben schnell wiederholen. Die Frage ist, ob die Zeiten in UTC oder Local Time gespeichert werden und die Zeiten werden durch das System gespeichert, wo das Elasticsearch läuft. Das kann ja auf einem beliebigen Host laufen. Und wenn der Host in UTC kommuniziert, dann werden die Daten auch in UTC gespeichert. Das ist die Info. Und da ja die meisten Sachen sowieso in UTC laufen, wird das dann nicht so sehr das Problem. Ist da zum Beispiel so eine Angabe wie im Ding? Wobei, Entschuldigung bitte, Zeitstempel sind egal. Sekunden seit der Unix-Seite ist. Wenn es ein guter Zeitstempel ist, steht ja drin, was für eine Zeitzone ist. Das ist die Anzahl der Sekunden seit 1970, ja, das ist egal, ob es UTC ist oder nicht. Also die UTC- oder Nicht-UTC-Zeit ist ja nur eine Interpretation dieses Zeitstempels. Aber der Zeitstempel gibt ja die genaue Zeit an. Ja, Entschuldigung. Ist der Wert eine Stichprobe zu dem betreffenden Zeitpunkt oder ist es Überwachungsintervall, ein Wert, der den betreffenden Intervall berührt. Also wenn alle 50 Sekunden ein Wert gezogen wird, ist dann der Wert alle 50 Sekunden eine Stichprobe oder ist das dann der Durchschnitt der letzten 50 Sekunden? Also die Frage ist, ob der Wert, der vom Agent zurückgeliefert wird, ein Agent ist einer bestimmten Stichprobe oder ein Mittelwert oder was über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und die Antwort darauf ist, dass der Agent ja fragt, welche Sachen er zu tun hat. Dann führt er die Checks nacheinander oder parallel auf, je nachdem, wie man es konfiguriert hat. Und er liefert dann die Daten zu dem speziellen Zeitpunkt, wo er den Check durchgeführt hat, zurück. Aber der läuft dann nicht im Hintergrund, weil macht weil er Millisekunden Abfrage oder also macht eine kontinuierliche Erfassung, um einen Mittelwert machen zu können. Er wartet dann 50 Sekunden lang. Ohne Anfrage tut er auch nichts. Also die Frage ist, ob er ohne Anfrage nichts tut. Die Frage ist natürlich, wie das Check-Skript geschrieben ist. Wenn du am Ende ein Plugin hast, was sagt, ich werde neben drei Werte und mache mir daraus einen Mittelwert und liefere den zurück, dann kriegst du den Mittelwert zurückgeliefert. Ja, wenn du aber ein Plugin hast, was den momentanen Wert tatsächlich aufzeichnet, dann bekommst du den momentanen Wert zurückgeliefert. Das hängt ein bisschen mit dem Plugin zusammen, was du da hast. Weil bei allem, was drin läuft, besteht dann immer die Gefahr, dass die Stichprobe halt immer auch mal daneben greift. 15 Sekunden ist ja relativ langer Zeitraum. Absolut, aber ich meine, wir haben es hier auf 15 Sekunden runtergeregelt. Im Prinzip mit 15 Sekunden, da kriegt man keine Spitzenbelastung. Kann man keine Spitzenbelastung? Nein, definitiv nicht. Die Frage ist natürlich, wie du das Ganze, also mit 15 Sekunden Rhythmus kriegt man keine Spitzenwerte raus. Das ist richtig und da ist die ganz große Frage, ob du nicht eine Logdatei schreibst, die sekündlich Daten reinhämmert und du einfach den Agent anweist, Aber das ist dann Sache des Plugins. Das ist Sache des Plugins, ja. Okay.
Du korrigierst, wenn ich Mist erzähle, ne? Sonst noch Fragen? Jetzt ist das Ganze ja mit Elasticsearch gemacht. Mhm. Das ist ja eine extrem flexible Datenbank. Ja. Man könnte ja theoretisch jetzt auch hingehen und zum Beispiel Logdateien mit da reinschreiben, zum Beispiel mit Logstash oder sowas dann halt dann noch da reinfiltern und ganz komplexe Reports dann halt daraus bauen. Das System jetzt hier ist aber mehr auf diese zeitstempelbasierten Events dann. Also die Frage ist, Elasticsearch ist eine enorm flexible Datenbank und man kann was andere auch andere Sachen machen, als da zeitstempelbasierte Daten reinzuschreiben. Man kann komplette Logdateien reinschreiben, sind auch zeitstempelbasierte Daten, wenn man so will, letzten Endes. Ja, je nachdem, wie man es definiert, klar. Momentan so nicht, aber du kannst natürlich auch deine eigenen Daten noch reinschreiben. Du musst nur gucken, dass du dir nicht selber ins Gehege kommst, letzten Endes. Also die Frage ist, ob es nicht noch einen normalen SQL-Server gibt. Ja, es gibt noch Postgres. In Postgres sind Konfigurationsdaten abgelegt. Liegt es dann übereinander oder? Ineinander, miteinander, nebeneinander. Die Daten liegen nebeneinander. In dem einen sind die Messdaten drin, in dem anderen die Konfigurationsdaten. Also heißt der SQL-Server ist mit Konfigurationsdaten? Ja, und Reportdaten, ne? Genau, und Reportdaten. Entschuldige bitte. Braucht der Agent auch einen Postgres-Server? Also die Frage ist, ob der Agent auch einen Postgres-Server braucht. Nein, der Agent braucht tatsächlich nur diesen Brunix-Agent, was ein Perl-Skript ist, plus drei Perl-Module. Ja. Und ansonsten, was du messen möchtest. Wenn du Postgres messen möchtest, brauchst du ein Postgres-Modul und vielleicht eine laufende Datenbank irgendwo. Die Frage war jetzt eigentlich nur, wo speichert er seine Konfiguration, die er vom Server holt, und wo speichert er halt vielleicht temporär, weil er den Master-Server nicht erreichen kann, seine Messdaten. Oh, das weiß ich nicht. Da brauche ich Hilfe. Also die Frage ist wohl, wo der Agent die Daten speichert, um es kurz zu machen. Der Agent speichert keine Daten. Der Agent ist ein Datensammelkrank und die gleichen Daten speichert. Wenn man darüber gesinnt wäre, würden wir den Agent auch machen. Das wäre möglich, ja. Da müsste man sich natürlich überlegen, über die Nachfrage und die Fälle. Das sind halt Faktoren, da lachen wir dann, das sind wir Also da ist eher würde ich das tendieren halt für den Server aus. Das kann man ja parallel auf zwei Maschinen laufen lassen. Wobei vorher kam die Frage, ob der Client das zwischenspeichert. Da musst du mich korrigieren. Ja. Mensch. Man hat eine Möglichkeit, halt einen Server zu installieren etc. und dann der Agenten kann die alle konfigurieren. Aber der Client rapportiert und der Client abbricht, dann ist das System quasi als Server-Sicht immer noch allein, obwohl es gar nicht mehr existiert. Nein. Wie stelle ich sicher, dass der Client sozusagen... Du meinst, wenn der Agent ausfällt? Ja, genau. Da gibt es auf der Serverseite noch einen Service-Checker, nennt sich das. Der prüft halt, in welchem Zeitraum ist ein Service nicht mehr geprüft worden. Kann man halt dann ausgehen, wenn das dann wenn der Agent sich in einer Minute nicht mehr gemeldet hat, dann ist der Agent jetzt den Prüfer oder so ein Scheiter drauf. Wenn ich aber in der Web-Oberfläche sage, check in von mir 60 Sekunden, macht da irgendwie tatsächlich einen Tippfehler rein, dann prüft der Client, der Server den Client nicht innerhalb der Zeit. Nein. Also es ist nicht so. Das muss man ein bisschen differenzieren, der Server. Er macht gar nichts. Also wenn du das zum Beispiel bei Nagis vorstellst, der Nagis-Server macht ja alles. Schedule, der führt auch Features aus. Das ausführende Check ist ausgelagert an einen Agenten. Der Server macht eigentlich nichts weiter als zu listen. Und darauf zu warten, dass der Agent sagt, hallo, hier, dann mach ich wieder was drauf. Oder hier bitte, passt meine Daten. Also wenn der Timeout sozusagen zutrifft, der Server hier, der Agent hat sich seit zwei Stunden nicht mehr gemeldet, der scheint auch da zu sein. Das passiert auf Server, wenn ich bei einem Business-Programm der noch, der kann auch der Cluster hier zu Hause, und der wird dann halt in die letzten Stunden der Agenten, der hat sich zwei Minuten nicht mehr gemeldet, dann scheint das auch zu sein. Das ist ein Agenten, konnte von Agenten einen Server machen, ein Agent wird lokal auf dem Server, über Backdoor halt die Medien. Man hat einen typischen Agenten, der den Server wieder finden oder irgendwas anderes. Und das sind dann halt unterschiedliche Chats. Oder zum Beispiel los. Dann hat man versucht, irgendwie
Agenten. Was ist Kamerasupply? Und sicher stellen halt, was ist denn das überhaupt? Ich würde vorschlagen, dass wir noch ein kleines bisschen weitermachen und dann nochmal Fragen machen. Weil vielleicht erklären sich einige Fragen in den nächsten drei Slides. Wie lange habe ich denn? Das ist nochmal, das ist eine Frage, ich habe leider den Anfang verpasst. Das ist in der ersten Zeit schon Postgres gesagt, aber das, auf der anderen Seite sieht es auch so eine Cloud-Lösung. Ist das jetzt, wenn Sie dann on-premise installiert, dann komme ich dann alles dran? Dann warst du wahrscheinlich auf der kommerziellen Seite. Natürlich auch Tunix-Verbrauchsleiter. Und die sollte man dann besuchen, wenn man halt das Ganze auf dem Board. Ich kann das dann im Prinzip total. Ich wiederhole das nochmal. Also es gibt eine Bluenix.org-Seite, wo die freie Software Bluenix liegt, die man verwenden kann. Und es gibt eine Bluenix.de-Seite, wo man Dienste rund um Bluenix mieten kann oder auch Bluenix selber mieten kann für Service-Checks. Das ist ein Unterschied. Ja? Das muss ich tatsächlich mitlesen. Also die Geschichte von Bluenix ist jetzt 13 Jahre alt, ist am Anfang, ist 2002 gestartet worden und ist seit letztem Jahr Open Source, da habe ich ein bisschen dran gearbeitet, dass er das macht. Und deswegen stehen wir jetzt hier, genau. Über die Ziele haben wir schon gesprochen, das ist halt mehr oder weniger das, was alle Monitoring-Lösungen machen. Das ist jetzt nichts, was Bluenix-spezifisch ist, das ist aber eine insgesamte Sache, wie generell was Monitoring gerne leisten möchte. Das ist nochmal eine Strukturübersicht, das ist genau das, was ich am Anfang erzählt habe, dass der Bluenix-Server mit Agents spricht, die Agents können Mail-Server, Datenbank-Server oder Web-Server sein beispielsweise und dann auf bestimmte Metriken eingeht und Daten zusammensammelt, die wieder zurück in den Server mietet, der die zeitbasierten Sachen da speichert und der Konfigurationsdaten hier speichert und dann natürlich auch dafür sorgt, dass im Falle von Fehlern benachrichtigt wird. Auf den Agent komme ich gleich noch ein. Dieser Agent kann, das war gerade noch eine Frage, via SNMP beispielsweise auch Router und Switches und Printer abfragen und über Satellites, haben auch kurz gesprochen, also beispielsweise in DMZ-Systemen oder so, noch Daten sammeln aus anderen Regionen und so auch ortsbasierte Checks über die Welt machen. Das war auch eine Frage. Die normale Kommunikation sieht so aus, dass der Agent, der Initiator der Kommunikation ist und der den Server fragt, hey, was gibt's denn zu tun? Der sagt, liefer mir mal die und die Daten und er schickt die Daten zurück. Eigentlich soweit ganz einfach. Und das ist eben auch wichtig, anders als bei Nagios eben, es wird nicht zentral angestoßen, sondern es wird durch den Agent angestoßen. Das nimmt die Last so ein bisschen vom Server. Johnny hat Tests gemacht mit 10.000 Hosts, die sehr erfolgreich waren. Bei 100.000 ist das Ding in die Knie gegangen. Größenordnung, die ich glaube, ich relativ selten erreicht. Ja, im Fall dessen, dass das irgendwie kaputt geht, kann man einen zweiten Server dazustellen oder einen Enden-Server dazustellen und dafür sorgen, dass das halt in die Breite skaliert, genau. Wie macht er dann genau das Balancing? Macht er dann einfach Round-Robin über die außerordentlichen Host oder? Kannst du definieren, wie du es willst. Du kannst es Round-Robin machen oder kannst es parallel machen, dass parallel auf beiden Hosts gemonitort wird, ja. Wenn du eine Ausfallsicherung brauchst, musst du dir schon mehr Gedanken machen letzten Endes, ja. Weil die Daten sollten am wenigsten zweimal vorhanden sein, muss man sich überlegen, wie man es genau aufbauen möchte. Ja, bitte. Bei 10.000 Hosts, also bei 100.000 Agents, nicht Hosts. Okay, bei 100.000 Agents, war da die CPU das Problem vom Server oder die Netzwerkverbindung? Oh, das weiß ich nicht. Den Test. Wieder der Server, noch die Agents, die dann nicht zugegangen sind, sondern nach Deppen. Weil der Server hat extrem viel Daten gefragt. Und ich muss sagen, ein bisschen total in die Sextation gepackt werden, die Daten da auch in den Abgefragt werden. Weißt du, was auf den Daten macht, aber wenn ich dann die Tests jetzt erst vor zwei Wochen gemacht oder so. Die 100.000 Requests kommen ja quasi parallel auf den Server bombardiert. Das ist ja schon fast ein denialer Service. Also die Frage war, welche Komponente vom Bluenix in die Knie gegangen ist, als das Ding abgeraucht ist bei den vielen Checks, und zwar halt das WebGUI, weil es sehr viele Daten zu verarbeiten hatte. Ohne WebGUI wäre es weitergelaufen. Darf man sich halt nicht mehr anzeigen lassen. Egal.
Ich hätte auch eine Frage, und zwar, dass dieser Agent jetzt im Perl geschrieben ist, man jetzt mal eine Fallumgebung installiert haben muss. Gibt es da irgendwie eine Zielrichtung, dass man vielleicht auch mit anderen Sprachen die Sachen implementieren kann? Oder vielleicht mal auf dem C oder Java dabei in Python 3 zu beginnen? Ja, es gibt Bestrebungen, das noch zu erweitern, ja. Weil Perl wird wahrscheinlich irgendwann durch Python abgelöst werden. Oder durch Perl 6. Man kann das ja nicht unbedingt immer auf die Agents immer unbedingt halt auf die Maschinen installieren. Ne? Da will vielleicht jemand keine Skriptsprache überhaupt haben auf dem Server, meinetwegen nur ein C-Modul haben. Ja, das müsste man sich in dem Fall angucken, genau. Aber es sollte relativ leicht portierbar sein, oder? Sprechen sich die Master-Server auch nach über neue Konfigurationen? Das heißt, wenn ich auf einem meiner Master-Server eine neue Konfiguration habe und einen Restart des Booting-Server mache, pusht der dann die auch auf die anderen Master-Server? Die Datenbanken hinten synchronisieren sich. Die zentrale Komponente ist ja die Datenbank. Das bedeutet, da muss nichts pushen. Also, alle Komponenten, die Datenbank, die der Booting für die Server, wenn du das speicherst, dann ist das natürlich nicht mehr. Ja. Ist die Datenbank gesetzt, Postgres? Na, du kannst auch MySQL nehmen. Okay. Aber Postgres ist schöner. Ja. Ja, gut. Hier nochmal, ich mache jetzt schnell, weil sonst artet das in Diashow aus. Also hier nochmal das Modell mit SNMP, mit dem Satellite, wie das Ganze mit dem WebGUI funktioniert. Dann die Komponenten, die eine Rolle spielen. Oben ist eben genau das, was du gefragt hast, Frank. MySQL MariaDB als Möglichkeit. Es gibt freie JavaScript-Bibliotheken, die Grafiken erzeugen, im Flot und JQVMap. iCharts ist eingebunden, braucht man aber eine Lizenz für, wenn man es richtig macht. Das ist eine nicht gratis Bibliothek. Welche Vorteile darf ich, wenn ich eine Lizenz hole? Dass du es legal betreibst. Ja, aber du kannst auch alles hier durch anzeigen lassen. Die Grafiken sind ein bisschen schöner, aber du kannst es auch mit den wirklich freien Bibliotheken betreiben. Ja, genau. Ja, und für Farbe und mit Bunt muss man ja ein bisschen Geld leider ausgeben. Ist immer so. Ja, Perl haben wir schon drüber gesprochen, JavaScript. Und verschiedene Open-Source-Programmbibliotheken. Das sind die einzelnen Komponenten, über die wir schon gesprochen haben. Das ist einmal der Server, der Agent, der Satellite. Das ist das, was wir schon gesprochen haben. Der Service-Checker checkt halt die Dienste. Die WebGUI habt ihr gerade gesehen. Und mittlerweile gibt es über 60 eigene Plugins. Man kann natürlich jedes Nagios-Plugin auch noch einbinden, wenn man möchte, oder Isinga-Plugin. Es gibt Linux-Repositories für Debian und Ubuntu, für CentOS und Red Hat Enterprise Linux und für OpenSUSE und Linux Enterprise Server, da kommt Unix eigentlich auch her. Unix und andere Linux-Distributionen können das auch, brauchen halt diese drei Perl-Bibliotheken, über die ich schon gesprochen habe. Und Windows Server 2008 und 2012 können halt auch überwacht werden, da muss dann Strawberry Perl installiert werden. Das ist aber dabei bei der Installationsvariante. Sonst noch Fragen? Ich hab gerne. Läuft das auch auf anderen Webservern wie Apache? Oder geht das nur auf Nginx? Es gibt, also du kriegst es bestimmt auf dem Apache. Also die Frage ist, ob es auch auf anderen Webservern eben auch auf dem Apache läuft oder nur auf Nginx. Für Nginx ist es sehr gut dokumentiert, für Apache nicht. Ich denke nicht, dass du es nicht unter Apache zum Laufen bekommst. Und da hilft es vielleicht im Forum mal zu fragen, ob andere Leute das schon gemacht haben. Aber Nginx ist eine relativ gute Variante, das zu machen. Und sonst vielleicht ein Apache als Reverse-Proxy davor bauen. Sonst noch Fragen? Das sind Agent. Also die Frage ist, ob die Plugins Agent-Plugins oder Server-Plugins sind. Und die Antwort ist, dass das Agent-Plugins sind. Genau, also die Logfiles werden auf dem Agent gepasst und nicht auf dem Server tatsächlich. Und der Agent liefert auch die Resultate zurück. Der macht die eigentliche Arbeit, nicht der Server. Deswegen sind so Wahnsinnszahlen erreichbar mit 100.000 Hosts. Wenn das alles der Server verarbeiten müsste, dann ging es halt nicht. Er ist da, Entschuldigung.
Also die Frage ist, wenn man seine Heim-EDV, sein eigenes Rechenzentrum zu Hause überwachen möchte, ob da ein Raspberry Pi für ausreicht. Ja, es reicht aus. Müsstest du einfach ausprobieren. Also die Installation ist in 5 Minuten erledigt. In 5 Minuten hast du es up and running. Und dann kannst du gucken, ob es funktioniert. Aber es spricht nichts dagegen, dass es nicht funktionieren sollte, weil der sehr, sehr ressourcenarm ist tatsächlich. Vorher kam ja die Anregung, dass auch ein System läuft, wo kein Perl drauf ist. Wie werden das mit dem Perl compilen? Hat ja die ganzen Module mit einbinden, die da... Also die Frage ist, ob wenn auf Systemen, wo man kein Perl zur Verfügung hat, ob man dann mit dem Perl-Compiler arbeiten kann und einfach Binaries ausliefern kann, da bin ich total überfragt. Ja, käme auf den Versuch an, aber ich... Nee, ich meine, da muss ich auch mal überlegen, zum Beispiel, könnte sein, dass ich meine Mobiltelefone dann halt da auch einbinden können oder Tablets oder was weiß ich, in der Uni zum Beispiel, ne? Und dann halt Monitoring auch solche Sachen machen. Oder halt, wenn ich halt so ein Embedded Systems hat, wo man halt nicht ohne weiteres die Software draufspielen kann, sondern halt das nehmen, was da ist. Also die ganzen Daten, die hin und her übertragen werden, die sind komplett dokumentiert. Das, was an JSON produziert wird, ist auch dokumentiert. Es ist sicherlich keiner gehindert, sich sowas in Java zurechtzustricken, was auf dem Mobiltelefon läuft. Es muss nur gemacht werden. Also das ist jetzt nicht Bestandteil momentan des Projektes, aber sicherlich möglich. Achso, also dieses Protokoll zwischen Agents und dem Server ist alles dokumentiert? Das ist alles komplett dokumentiert, ja. Sonst noch Fragen? Gut. Es gibt eine Reihe an URLs, ich werde die Folien gleich hochladen, weil wir kurzfristig noch Änderungen gemacht haben. Die könnt ihr dann von der Foscon-Seite runterladen. Wer sich das selber mal angucken möchte, es gibt eine offene Demo, die benutzt werden kann, die jeden Morgen zurückgesetzt wird, also wo man mit Tagesdaten arbeiten kann. Ja. Ansonsten? Ups. Dieser Agent, der muss der auf genau dem System laufen, wo auch die Plugins laufen. Oder kann der Plugin einer anderen System? Der Agent ist genau die Komponente, also die Frage ist, ob der Agent genau auf dem System laufen gelassen werden muss, das die Plugins beherbergt, oder ob der Agent vom anderen System anrufen kann. Du kannst natürlich sagen, dass du einen Agent hast, der einen Plugin-Check bei SSH aufruft, was per SSH sich auf einen anderen Server verbindet und da was ausführt. Aber das wäre so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Geht, ja. Ja, es geht, aber es ist ungewöhnlich. Was ist denn der Normalfall? Ja, der Normalfall ist, dass du auf dem System, was überwacht werden soll, einfach einen Agent installierst. Also oder? Oder du hast halt einen Agent, der SNMP-Checks auf andere Systeme macht, wo du halt nicht mit dem Agent drauf kannst. Das wäre auch für die Mobiltelefone vielleicht eine Sache, dass man sowas macht, also über so einen Call letzten Endes. Sonst noch Fragen? Dann Dankeschön. Oh. Kann man das dann von Kibana zum Beispiel keine Ahnung. Da bin ich komplett überfragt.